Wir machen Softpunk quasi, ne? Ja. Oder? Was ist wirklich für eine Musikrichtung? Blumenstrauß. Blumenstrauß, ja. Die Metaband macht schon richtige Musik. Die Metaband ist die einzige Band, die ihre Texte alle selber schreibt. Wir sind also eine mutierte Musiktherapie, ja, genau so kann man das nennen. Die Frankfurter Metaband spielt am Samstag, den 3. Juli ab 14 Uhr, ihren ersten großen Auftritt. Das ist das erste Mal, wo wir wirklich öffentlich auftreten. Das ist ja eine Art Paralympic auf der Bühne halt, ne? Eine Art Mutprobe, dass man halt mal ein bisschen was Besseres ist oder so. Nicht nur halt eben psychisch Kranke in der Psychiatrie. Viele, viele bunte Smarties, lustig, wenn es erstens Smarties. Wo ich krank geworden bin, das war für mich voll die Katastrophe, weil ich überhaupt nicht wusste, was mit mir passiert. Burnout in der frühesten Kindheit, ja. 16 Jahre jung, die erste Psychose. Das war furchtbar. Ich kann nicht mithalten, ich kann nicht mithalten beim Ulgekratzer bauen. Das ist ja zum Ausrasten, dass die mir alles schneller werden muss und alles größer und alles besser. Die Menschen sind verrückt geworden, obwohl alles normal ist. Aber was ist denn eigentlich heute noch normal in dieser Welt? Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alles durchstehe mit dem Auftritt. Ich habe Paranoia, die ist furchtbar. Ne? Ja, das wird schon eine aufregende Sache, wenn wir mal gucken, wenn da einer leicht verstimmt ist, ob wir es dann trotzdem hinkriegen, ne, mit dem Auftritt. Man redet ja auch von der Macht der Musik. Ja. Kann ein Mensch verändern, ja.